Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Tutorial am Computer. Heute geht es um ein Programm oder ein Tool besser gesagt, das nur für die Betriebssysteme ab Windows 7 geeignet ist, also nur Windows 7 eingeschlossen. Dieses Programm oder Tool heißt Windows 7 Logon Background Changer. Es wird bei Chip zu downloaden sein und der Download-Link wird auch in der Beschreibung zu finden sein. Wir gehen zum Download. Downloaden ist beim Chip-Server, warten kurz und laden das Ganze herunter. So. Ja, okay, herunterladen. Okay, wurde jetzt runtergeladen auf meinem anderen Bildschirm. Ich ziehe es gerade hier rüber. Wenn es das ist, ja. So, hier haben wir es. Das ist eine ZIP-Datei. Die können wir gerade hier entpacken. 7-ZIP mache ich jetzt hier immer. Hier entpacken. Fertig. Und da haben wir den Ordner dann. Das können wir wieder löschen, das brauchen wir nicht mehr. So, diesen Ordner da, den öffnen wir mal gerade. Ups, der ist auch hier drüben aufgegangen. Egal. Wir klicken jetzt hier auf Windows 7 Logon Background Changer. Einfach draufklicken, egal ob mit Admin oder nicht. So. Nein, wir laden jetzt keine neue Version herunter. So, generiert hat sich's auch schon. Perfekt. Wir sehen jetzt hier, das ist im Moment mein Hintergrund, was eigentlich nicht wirklich stimmt, egal. Das ist der normale. Wir gehen jetzt aus, wir haben den ganz normalen Hintergrund hier. Den habt ihr jetzt im Moment wahrscheinlich. Dann könnt ihr irgendein Bild aussuchen, was hier oben ist. Hier gibt es ganz viele Auswahlmöglichkeiten. Hier viel oder das da, ist eigentlich ziemlich egal, was ihr nehmt. Ich nehme jetzt das da, weil das mein Standard-Dings auch wieder ist. Dann drücke ich Apply, warte kurz. So, yes. Jetzt muss ich das Admin-Kennwort eingeben nochmal, weil das halt für alle Benutzer dann so geändert wird. Das Admin-Kennwort konntet ihr jetzt nicht sehen, ist ja auch egal. So, jetzt wird das nochmal gerade gemacht. Und jetzt können wir einfach auf No klicken und schon habt ihr das jetzt geändert. Zeigen kann ich es nicht, weil Fraps nimmt das jetzt nicht auf. Da müsste ich entweder einer VMware das zeigen, aber darauf habe ich jetzt keine Lust, weil ich keine VMware mit Windows 7 habe. Um das Ganze rückgängig zu machen, ist es ganz einfach, warten, wir gehen ganz nach vorne wieder, klicken auf Windows 7, Default, Wallpaper, drücken auf Apply, Yes, geben das Admin-Kennwort wieder ein, was ihr jetzt nicht seht, was ich gut finde, ups, falsch eingegeben, so, und das war's dann schon. Jetzt könnt ihr auf No klicken, und jetzt habt ihr wieder euer Standard-Ding. So, jetzt gibt es noch weitere Optionen, Choose a Folder könnt ihr auswählen, und dann müsst ihr halt auf den Ordner klicken, den ihr hinzufügen wollt. Achtung! Ihr könnt nur die Ordner auswählen, das heißt, alle Bilder an dem Ordner, den ihr auswählt, werden hier rein kopiert. Bei Settings könnt ihr dann wieder hier auf Reset Default Folder, das heißt, wenn ihr draufklickt, habt ihr wieder die ganzen Standardbilder hier oben und der Ordner ist hier aus diesem Programm gelöscht. Das andere ist eigentlich ziemlich uninteressant. Wenn ihr möchtet, könnt ihr es aber ausprobieren. Ja. Das war's eigentlich schon. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tutorial etwas helfen, euer Windows 7 schöner machen. Ja, das war's dann von meiner Seite aus. Ich würde mich natürlich freuen über einen Daumen hoch, ein Favo oder ein Abo. Aber ich betone nochmal, es ist keine Pflicht. Ihr könnt es machen, ob ihr wollt oder nicht. Ich freue mich halt, egal über welches Feedback. So. So, das war's jetzt dann wirklich von meiner Seite aus und bis zum nächsten Mal. Tschüss.